alles fit. Wir haben jetzt 4.19 Uhr und heute geht's ab Pitbike fahren. Wir fahren nach Singen in der Nähe vom Bodensee und da gehen wir heute das erste Mal Pitbike fahren. Ich bin mal gespannt, was das wird. Vermutlich Mord und Totschlag. Wir fahren uns alle über die Köppe. Aber es wird mit Sicherheit Spaß machen. Hier liegt mein ganzes Zeug. Lederkombi, Helm, alles was man so braucht. Und gleich werde ich abgeholt von den Männers. Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Bis später. Gefilmt haben, kommt jetzt das Fazit zum Pitbike-Fahren heute von zu Hause aus. Ja, nachdem wir dann erstmal heute Morgen 3 Stunden nach Singen in der Nähe vom Bodensee gefahren sind, haben wir dann vor Ort erstmal gesehen, dass wir in der ersten Gruppe starten, was natürlich super ist, mit kaltem Boden, kalten Reifen und das erste Mal Pitbike fahren. Ja, dementsprechend ist das Ganze dann noch abgelaufen, nachdem sich jeder dann ein Pitbike geschnappt hat. Vielen Dank nochmal an den Veranstalter Pitbike Motorsport, das war die erste Veranstaltung von denen. Und es folgen noch weitere im Laufe des Jahres. Mal schauen, ob wir da nochmal teilnehmen. An sich war alles super organisiert, aber für uns dann doch ein gutes Stück zu fahren. Von dem her mal schauen, ob wir bei dem Veranstalter nochmal buchen oder doch bei uns in der Nähe was ansteuern. Ja, jeder hat sein Pitbike gefunden und nach einer kurzen Instruktion, Flaggenkunde und Co. ging es dann auch schon los auf die Strecke, Strecke kennenlernen und einfach mal schauen, wie sich das Ganze so anfühlt, auf einem Pitbike zu fahren. Es ist natürlich nochmal eine Nummer wackeliger als hier bei so einem großen normalen Motorrad. Von dem her war erstmal Eingewöhnungssache und es hat auch nicht lang gedauert, bis der erste von uns auf der Nase gelegen hat. In dem Fall ich, super Sache. ja, aber wie gesagt, der Bodenbelag war kalt, es waren heute Morgen 3 Grad, teilweise lag noch Schnee draußen. In der Halle war es unwesentlich wärmer, die Reifen waren kalt, die Pitbikes sind ohne Reifen wärmer dagestanden. Von dem her, ja, war das Ganze dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es hat sich angefühlt, wie auf Schmierseife zu fahren. Also wirklich spannend. Das heißt, auch mit Knieschleifen war am Anfang nicht viel zu machen. In dem Moment, wo man versucht hat, mit dem Knie auf den Boden zu gehen, hat man direkt auf dem Maul gelegen. Und von dem her war das Ganze ein bisschen tricky. Ja, wir haben uns eher darin gebettelt, wer wie oft auf der Nase liegt, als um Rundenzeiten. Und die anderen Gruppen hatten mit Sicherheit auch einiges zu lachen, wie sie uns gesehen haben, wie wir da gefahren sind. Von dem her kann ich euch aber eins vorwegnehmen, den anderen Gruppen ging es später raus nicht besser. Weil es war morgen wirklich sehr, sehr kalt. Und
jeder Gruppe ging es so, weil die Reifen einfach über Dauer erst Temperatur aufgebaut haben und auch die Strecke erst über Dauer sich langsam aufgewärmt hat. Genau, so ging dann der erste Turn zu Ende. Ich denke, ihr habt ein paar Fahraufnahmen gesehen und am Ende gibt es nochmal eine kleine Compilation aus den schönsten Stürzen. Ich meine, es waren genug und da ist sicher der ein oder andere dabei, der wirklich schöner aussieht, als er sich angefühlt hat. Jedenfalls, der erste Turn war vorbei. Wir haben alle oft genug auf der Nase gelegen. Ich glaube, ich selbst habe viermal in dem ersten Turn gelegen, die anderen unwesentlich weniger. Und die anderen Teams haben sich dann auch dazu entschlossen, erstmal langsamer zu fahren. Und die Strecke wurde nach und nach besser, es wurde immer wärmer. Und gegen den dritten Turn wurde es dann auch wirklich so, dass man das Fahren Fahren nennen konnte. Das heißt, der Reifen hat angefangen, Grip aufzubauen, die Strecke war warm genug, die Reifen waren warm genug, die Bikes waren alles Leihbikes, die vom Veranstalter gestellt wurden und die wurden ohne Pause durchgewechselt. Das heißt, sobald ein Turn fertig war, wurden die Bikes laufen gelassen und die nächste Gruppe konnte sich direkt die laufenden Bikes schnappen und direkt losfahren. Aus dem Grund waren auch die Reifen, hatten keine Abkühlphasen, sondern wurden ständig unter Druck gehalten und haben dann auch dauerhaft Temperatur gehabt. Ja, im dritten Turn, wie gesagt, wurde es dann besser. Der Reifen hat angefangen zu grippen. Man konnte dann auch mit dem Knie auf dem Boden und dann hat das Ganze auch angefangen Spaß zu machen. Man wurde langsam lockerer. Der Körper hat sich entsprechend mal an das Bike gewöhnt. Man hat die Strecke langsam gekannt und dann konnte man auch richtig gut laufen lassen. Dann hat es auch wirklich angefangen Spaß zu machen. Von dem her, ja, der Lerneffekt hat sich vorher noch nicht wirklich eingestellt. Also man hat schon seine Zweifel gehabt, was das in Bezug auf großes Mopedfahren auf der Rennstrecke zu tun hat. Aber man hat dann später rausgemerkt, dass vor allem das Umsetzen und
Körperpositionswechsel und so weiter doch viel gebracht haben. Allein dadurch, dass die Strecke so eng und winkelig war, musste man schnelle Wechsel von rechts nach links bringen und auch von der Körpersitzposition viel Eigengewicht ins Spiel bringen, um das Moped einfach dahin zu bringen, wo es hinfahren sollte. Die Mopeds an sich waren IMR 140. Das heißt, manche von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Das sind 14 PS, 65 Kilo leichte Pitbikes. Ich sag mal so, die Standardwaffe im Einstiegssegment, die man so haben kann. Ich glaube, wenn man eine kauft, kriegt man die für 1500 € um den Dreh. Ohne Zusammenbau. Mit Zusammenbau, ich schätze, 1800 bis 2000 € ungefähr dürfen die Teile kosten. Für uns war es eine Erfahrung, um das erstmal auszuprobieren. Von dem her Leihbikes. War auch die richtige Entscheidung, weil einige von uns aus der Gruppe sich einfach nicht wirklich wohlgefühlt haben und am Ende auch dazu entschlossen haben, dass es nicht wirklich das Richtige für sie ist. Man kann es mal machen im Jahr, einfach um über die Winterzeit nicht so stark einzurosten, aber es war jetzt kein dauerhafter Spaß. Anderen von uns, mir eingeschlossen, hat es dann doch schon mehr Spaß gemacht, nachdem das Ganze funktioniert hat. Kollegen, die schon öfters gefahren sind, hatten auch gemeint, die Strecke an sich ist sehr rutschig, der Betonboden ist sehr glatt und das wäre auf anderen Strecken besser, vor allem wenn man dann draußen fahren kann. Die Outdoor-Strecken mit richtigem Asphalt sind wesentlich angenehmer zu fahren, weil der Reifen dann eine bessere Verzahnung im Boden hat und deswegen auch besser grippt. Genau, wie gesagt, hat es trotzdem Spaß gemacht. Stürze blieben auch später raus, nicht aus. Ja, wurden dann nur um ein Vielfaches spektakulärer, weil die Geschwindigkeiten entsprechend höher waren. Aber wie gesagt, dazu mehr dann am Ende. Ich denke, ihr habt bis jetzt ein paar positive Fahraufnahmen gesehen, wie das Ganze funktioniert hat, wenn es funktioniert hat. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Crash Compilation, Zusammenschnitt von allen von uns. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Another one. Yay!